Brauchen wir wirklich noch so ein Ist aber Ding? Keine. Das soll wohl deren Lagerhalle sein oder Beutehalle. Oh, schick. Zing, zing. Also unser magisches Auge sagt uns, dass da ganz viele Gegner sind, die versuchen zu uns hinzukommen. Aber sie schaffen es nicht. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Da könnte die Karte drin sein. Als einzige wirklich auffällige Truhe hier in der Gegend. Mach doch mal Bewahrung. Und Bewahrung. Und nicht du. Und Bewahrung. Und keine Karte. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Können wir das wirklich brauchen? Können wir das wirklich brauchen? Kann mit. Kann weg. Und heilen, bitte. Also gut, in dieser kleinen Schatzkammer hier. Keine Karte zu der einen Insel. Das heißt, wir sollten uns im Boot nochmal genauer umgucken. Dass wir da nicht hier hoch. Irgendwas haut uns da schon wieder. Weil das ist ja schließlich ein Piratenboot. Hier werden bestimmt irgendwo Geheimgänge sein oder so. Ist das derselbe Eingang wie eben? Nee, hier geht's raus. Oh, klick, klick. Oh. Was zur Hölle war das da gerade? Ich hab da gedrückt. Nee. Nee. Das Problem ist, ich habe zu schnell gedrückt. Ah. Okay, sobald ich hier mich hinbewege, geht das auf. Das hat gar nichts mit Klicken zu tun. Das heißt, da geht was auf. Wir versuchen das zu öffnen, dann schießt der uns in den Rücken. So. Und so. Und so. Hier stehen wir richtig. Jautsch. Okay, ich hatte recht. Du heil bitte dich. Schießt du nochmal? Ich hoffe nicht. Du heil sie. Aufheben, aufheben. Heil sie. Heil sie. Und Kiste öffnen, Gerugon. Da ist auch keine Karte drin. Können wir das wirklich brauchen? Wollt ihr mich veräppeln? Können wir das wirklich brauchen? Ich bin nicht hier wegen dem schnoden Mammon. Ich will eine Karte. Da könnte es noch weitergehen. Aber erstmal würde ich ganz gerne schlafen. Achso, wir hatten noch 20. Whoops. Zum Ausgang. Schlafen. Fackellicht. Waha. Heldentum. So, laut Auge ist die Karte hier auch komisch. Aber das scheint nur ein Anzeigefehler zu sein. Und wir haben ganz viele blaue Punkte hier. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Und das war's? Anscheinend. Ja, wir sind jetzt einmal durch. Nee, nicht ganz. Wir sehen noch ganz viele rote Punkte. Die müssen wir auch irgendwie töten. Wir springen mal von Bord. Federwall. Genau. Da sind wir noch Gegner. Das heißt, hier muss auch noch irgendwo weitergehen. Wo auch immer. Hier nicht. Hier ist eine Sackgasse. Und ich klicke mal die ganze Wand lang. Das ist immer schön mit Leertaste, aber nee. Da geht's hoch. Oh, ganz schön viele Skelette. Und Geister und überhaupt. Ja, Schmerzen ist wieder umsonst. Aber das passt schon. Kaputt, 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 kaputt. So, das müsste genug gewesen sein an Toten. Ja. Da... Sieht's aus, als wenn es weitergehen würde, geht's aber nicht weiter. Menno.
Okay, weiter Wände abklappern. Nö, auch nichts an den Wänden. Was? Wie komme ich da wieder hoch? Also ja, ich kann versuchen zu springen, aber ich glaube, das reicht nicht von der Höhe her. Und ja, das hätte ich mir wahrscheinlich vorher überlegen sollen. Das ist echt nicht schön. Okay, die Wände haben wir nicht überprüft. Wobei ich irgendwie bezweifle, dass der solide Stein nachgibt. Aber die andere Falle war auch echt tückisch. Mit dieser Kanone, die da aus der Wand rauskommt. Kann ich irgendwie hoch? Nein. Nee, auch an der Wand kann ich nichts anklicken. Fliegenschriftrolle haben wir auch verbraucht. Obwohl die eh hier drin nicht funktioniert hätten sollen. Und ganz knapp kommen wir nicht ran. Können wir erst gegen die Wand und von der Wand abspringen, da oben rauf? Nee. Können wir hier am Bug irgendwie ran? Nee. Und ans Heck kommen wir gar nicht erst, da ist die Wand. Hier ist der höchste Punkt von der Umrandung. Sieht fast so aus, als wenn wir hier verenden würden. Also langsam verhungern, weil unsere Helden nicht rauskommen. Das ist kein sehr episches Ende. Zumal wir uns nicht mal wirklich umbringen können. Also ja, wir können ganz lange rasten, wenn sie irgendwann wahnsinnig und sterben. Dann wären wir allerdings auch 50.000 Gold los. Tag des Schutzes, Tag des Schutzes. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Solarstrahl. Das noch repariert. Und mit so einem gelb-grünen Trank aushärten das Ding. So, damit es nicht wieder kaputt geht. Verhärtet steht da. Sehr schön. Ja, nö. Na gut, ich rätsel hier erstmal eine Weile rum und melde mich dann gleich wieder, wenn ich eine Lösung gefunden habe. Also, bis denne. Das könnte funktionieren. Oder auch nicht. Darf nicht in der Luft gesprochen werden. Okay. Was mache ich nochmal? Ich kam hier hinten hoch. Wo? Genau hier. Sieht schon mal sehr komisch aus. So. Hoch, 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 hoch. Darauf. Und von hier. Nein. Mist. Aber theoretisch machbar. Also muss man nicht so weit sein, dass man schon ein Stadtportal zaubern kann oder sonst irgendwas. Mit dem Sprung geht's auch. Und fast jede Gruppe hat einen Luftzauber dabei. Trotzdem finde ich das eine ganz schön hinterhältige Ecke hier. Okay, der gesunde Menschenverstand sollte einem sagen, man sollte nicht von einem Boot, das nicht im Wasser ist, tief runter in eine Horde Untoter springen. Aber wir sind Helden, verdammt. Nein, das war zu knapp. Können wir noch schnell eine Stufe auf Luftmagie setzen? So, mal gucken, ob wir jetzt weiterspringen können. Wäre ganz praktisch. Weil es fehlt echt nur ein kleines Witzelchen. Und ich habe keine Lust, 10.000 Mal zu springen, nur um genau das Witzelchen zu treffen. Wir müssen wahrscheinlich noch einen Ticken. Von hier vielleicht? Ne, wir rutschen. Oh, wir rutschen. Hier haben wir eine einigermaßen sichere Fläche. Und wir müssen da ungefähr hin. So, und springen. Nicht Shift drücken zwischendurch, Georgon, da wirst du langsamer. Nicht wie bei anderen Spielen. Bei anderen Spielen muss man Shift drücken, um schneller zu sein. Hier Shift, um langsamer zu sein. Also, nochmal. Letzter Sprung. Wenn das nicht klappt, dann mache ich das im Zeitraffer. Also, hier macht keinen Sinn, nee.
Wollt mich doch veräppeln. Okay, wir springen einfach da hoch. Nee, das klappt nicht. Wir springen hier hoch. Das klappt, okay. So, also hier standen wir vorhin auch schon. Wir können noch einen Ticken vor. So. Zaubern, springen, nach vorne drücken. Okay. Ich gebe auf. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich es geschafft habe. Sehr schön. Guti. Also, hier drin haben wir uns noch nicht zu Ende umgeguckt. Am Eingang haben wir uns umgeguckt, da war das eine Ding jetzt mit der Kanone. Und hier scheint auch nichts zu sein. Aber es gab ja zwei so eine Runtergänge, richtig? Hier war der Eingang, da waren wir schon. Das war der eine Bereich, da haben wir alles geklickt. Jetzt haben wir hier noch bei den Fässern. Und hier hören wir auch Skelette. Ha, okay. Was haben wir da? Ich weiß nicht, was das ist. Kenne ich nicht. Du? Brauchen wir wirklich noch so... Hammerhand. Ja. Können wir das wirklich brauchen? Brauchen wir wirklich noch so ein... Trägersresistenz gegen Schlaf. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Du, nochmal. Zwei Truhen. Na gut, Girogon klickt einfach beide an, dann ist gut. Zing. Mein Fehler. Können wir das wirklich brauchen? Komm mit. Können wir das wirklich brauchen? Schon wieder resistent gegen Schlaf? Können wir das wirklich brauchen? Kein. Das tut irgendwie... Mein Fehler. Karte zur Evermon-Insel. Ja, sehr schön. Können wir endlich raus hier? So, das. Können wir das nichts wirklich wert brauchen? Und 5 Kraft. Na gut, komm mit. Da wollen wir nicht lang. Wir wollen einfach nur raus. Raus war andere Seite und dann runter. Hier. Und ja, irgendwo lebt noch ein Skelett, das wir immer hören. Im Schiff, aber wisst es. Schlafen. Licht. Auge. Und Wasser wandeln. Das heißt, wir könnten jetzt einen Kapitän überzeugen, uns zu den Inseln zu bringen. Oh, eine Kiste. So. Wollen wir nur noch gar nicht, also zu der Insel. Wir haben zwar einen Auftrag hier, auf der Insel, also dort, auf der Insel, aber wir sollten erstmal das hier zu Ende machen. Mein Fehler. Oh. Oder auch nicht, weil wir das Teil gerade gefunden haben, was zu suchen. Nehme ich den Arm. Okay. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Tagebuch 2. Januar. Die Sonne lenkt meine Schritte auf den Weg zur Wahrheit. Ich bin vom Hohen Tempel zum Rekrutierungsbemühungen nach Thalia ausgesandt worden. Wir hoffen, unseren Glauben anzufachen und unsere Reihen aufzustocken. Die Jünger des Mondes planen etwas Großes. Möge die Sonne sie in ihrer Dunkelheit aufhalten. Davon hatten wir auch schon gehört, ne? Dass der Tempel der Sonne und der Tempel des Mondes auf dieser Evermorn-Insel vertreten sein soll. Okay. Erstmal waffenlos werden. Guten Tag. Darf ich helfen? Weg. Kleinkram können wir aber so verkaufen. Das muss nicht alles sie machen. Danke. So. Guten Tag. Weg. So. Danke, bis dann. Also es war nur ein Golem-Teil hier, richtig? In Thalia? Thalia, ein Teil, genau. Also wir haben jetzt die zwei Köpfe aus Bracada und das eine Teil aus Thalia. Das heißt, Effli, Deja und Hügelgräber fehlen noch. Oh, warte mal, noch irgendwas in Thalia war da. Für die Druiden. Genau, besucht die drei Steinmonolithen in Thalia, auf den Evermon-Inseln und in Affli. Okay, also definitiv noch nicht fertig hier. Bevor wir zu diesen Evermon-Inseln gehen, wird der Obelisk gesucht. Oder was auch immer die Druiden brauchen.
Und das da oben sieht genauso aus wie so ein kleines Stonehenge. Kommen wir da hoch? Gucken wir mal. Hops. Ja, springen. Springen. Und da oben sind unsere Verbündeten. Diese Bogenschützen. Das müssten dann die Söldner sein aus dem einen Haus. Also es gibt ja hier im Nordosten eine Siedlung. Und da gab es ein Söldnerhaus, das recht auffällig aussah. Da gehören die wohl zu. Na gut. Altar. Den hätten wir schon mal. Also Effli fehlt jetzt noch. Und Evermore-Inseln. Nicht aus Versehen einen von den guten Leuten treffen. Wow, 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 wow. Nicht unsere Damen. Zu Klumpraum. Du. Heilung. Heilung, Heilung, Heilung. So. Viel zu viele Bäume im Weg. Alliierten sind auch noch relativ nah. Komm, kipp um. Und grün. Sehr schön. Zing, zing. Zing, zing. Ganz viel Trollblut für Heiltränke. Edelsteine auf dem Fußboden. Ringe auf dem Fußboden. Echt nette Ecke hier. Oh, und da ist ein Meteoritenkrater. Da werden bestimmt ganz viele Meteoritenfragmente sein. Also einmal die blauen Reagenzen für Mana-Tränke. Genau die hier. Und die Erze für die Schmiede. Oh, was haben wir hier? Auch ein blauer, aber 20er Potenz. Sehr schön. Du kommst zu ihm. Du kommst zu ihm. So. Also, den Zirkel haben wir für die Druiden. Wir haben das Körperteil für die Magierin. Das heißt, wir sind hier oben eigentlich durch. Ja gut. Ich speichere jetzt kurz ab. Und danach machen wir die Trolle noch tot. Und dann können wir zu den Evermore-Inseln. Also, bis gleich.